Hallo, liebe Freunde der Literatur. Mein Name ist Frank Hildebrandt. Ich bin Autor von Gedankenspiele. Heute möchte ich euch einen neuen Text vorstellen, der mit der gegenwärtigen Situation, in der wir uns alle befinden, zu tun hat. Der Virus. Du willst deine Freunde treffen? Warum gerade jetzt? Der Virus ist doch so unberechenbar. Nur weil du nicht auf die Nähe des Gedankenaustausches verzichten möchtest. Hast du nicht bedacht, dass ihr euch mit dem Virus anstecken könntet? Sicherlich bist du von deiner Stärke überzeugt. Gleichwohl weißt du aber auch, dass eine Person unter euch ist, die aufgrund ihrer Erkrankung besonders gefährdet ist. Sie hat gesagt, dass sie mit dem Leben abgeschlossen hat. Es würde ihr nichts ausmachen, sich zu treffen. Aber wenn sie dem Virus erliegt, was dann? Du wirst Schuld empfinden, die dich vielleicht nie mehr loslässt. Das kostet dich Energie, die du möglicherweise brauchst, um selbst dem Virus zu widerstehen. Der Verstorbene jedoch hat nichts mehr zu befürchten.